auf die Plätze, fertig, los! Und da rannten sie, die Bambinis, beim 39. Schermbecker Volks- und Straßenlauf 2022. Zuerst starteten die Mädchen und legten eine Spitzenleistung vor. Direkt im Anschluss konnten die ab 2015 geborenen Jungen ihre Laufqualitäten auf der 350 Meter langen Strecke unter Beweis stellen. Der 39. Schermbecker Volks- und Straßenlauf gehört sicher schon jetzt zu den sportlichen Highlights des Jahres. Insgesamt 9 verschiedene Rennen für alle Altersklassen starteten im Rahmen des Lippe-Issel-Cups. Die kürzeste Strecke war 350 Meter und die längste sogar 10 Kilometer lang. Organisator war die Leichtathletikabteilung vom SV Schermbeck. Also für mich ist unser Volks- und Straßenlauf wirklich die Veranstaltung für jedermann, für jedes Kind, für jede Frau. Wir decken da ja eine sehr breite Bandbreite ab mit dem Bambini und nachher Schüler. Das soll ein Familienfest sein und ich hoffe, dass wir das auch jedes Mal so hinbekommen, dass wir wirklich die ganze Familie hier zum Schulhof locken und möglichst viele. Wir haben ja auch viele Familien, wo die Kinder beim Bambini- und Schülerlauf mitmachen und nachher die Mutter beim 5er oder 10er und der Vater auch nochmal startet. Um 9:45 starteten direkt 3 Läufe. Der 5 Kilometer Schülerlauf, Walking über 5 Kilometer und nicht zu vergessen Nordic Walking über 5 Kilometer. Nun waren schon mal etliche Läufer und Läuferinnen unterwegs. Jetzt standen noch 3 Rennen bevor. Zum einen der 10 Kilometer Hauptlauf. Schwierigkeit ist ja immer relativ. Also grundsätzlich schaffen tun ja die 10 Kilometer schon mal sehr viele Leute und auch schnell. Die Sache ist dann mehr, welche Ambitionen habe ich? Ja, ich habe mich gestern mit einer Trainerin unterhalten, die auch, da haben wir heute auch welche von am Start, die halt westdeutsche Meister trainiert. Bei der geht es natürlich nicht darum, um anzukommen bei den 10. Bei denen geht es darum, bin ich bei 32 im Ziel oder bei 31. Ja, und eigentlich sind es dann sogar fast Sekunden, die da relevant sind. Das ist aber ja nicht das Gros, was wir hier an Läufern haben. Die meisten, die hier starten, sind ja doch eher die mal so für die Geselligkeit etwas laufen, einmal wöchentlich zu irgendeinem Lauftreff gehen und dann halt die 10 Kilometer ganz gut schaffen. Und die haben auch vielleicht nicht so diese Ambitionen, deswegen vielleicht auch nicht diese Schwierigkeit mit einem 10er, weil das ist dann Tagesform und jetzt nach Corona haben die dass sie alle sagen, ach, wir gucken mal, wo wir so stehen, das interessiert jetzt. Die Zeit ist, glaube ich, heute für viele zweitrangig. Zudem starteten noch die 10 Kilometer Walking und Nordic Walking Gruppen. Die Beteiligung war in diesem Jahr groß. Weit über 400 Läufer und Läuferinnen beteiligten sich beim Schermbecker Volks- und Straßenlauf 2022.